Hallöchen Leute, willkommen zurück zur 11. Episode von Monkey Island 2 LeChuck's Revenge. Ich bin euer gut gelaunter Mann Rado Devi und begrüße euch hiermit ganz herzlich zurück. In der letzten Episode haben wir es geschafft, die letzten zwei fehlenden Kartenteile zu organisieren. Und jetzt sind wir bei einem guten Wally, den Kartenleser. Und nach einer Warnung von Largo könnte es sein, nachdem wir sie hier jetzt abgegeben haben, natürlich wir auf LeChuck's treffen werden. Okay, was ist das? Eine Karte? Sieht aus wie ein Teil einer Karte. Ich habe den Rest hier bei mir. Sehr interessant. Kannst du daraus für mich eine Karte machen? Ich mach das, wenn du mir einen Gefallen tust. Geh doch zum Markt des Mojo und frag die Wahrsagerin nach meinem Liebestrank. Okay, alles klar. Ich bin wahrscheinlich fertig, wenn du wiederkommst. Okay, alles klar. Nichts zu danke. Wir haben alle Kartenteile natürlich in gutem Wally abgegeben und dann werden wir natürlich jetzt uns die kleine Bemühung machen und natürlich zur Wahrsagerin gehen und ihm natürlich den kleinen Liebestrank zu organisieren und ab geht's zum Sumpf des Grauens. Schau dir den Sarg an und ab geht's zum Paddel, du Mojo. Obwohl es eigentlich eine 16-Bit-Ära in dem Moment ist oder ein Spiel mit 256 Farben und das sind wirklich nur 256 Farben, nicht mehr, wie wir es heute kennen, liebe ich einfach das Spiel von vorne bis hin, weil dieser Humor einzigartig ist. Oh, wieder da, Mr. Thribbert. Wally schickt mich, was abzuholen. Okay. Sag ihm, er soll seinen Spaß haben, aber Vorsicht, Sir. Das ist ein mächtiges Zeug. Wir wollen doch nicht, dass sich der kleine Kerl verletzt. Halt! Ich spüre eine Veränderung in der Macht. So, als ob eine kleine Stimme in Angst aufschreit. Und dann hastig eine Nachricht auf einen Tisch schreibt. Ich glaube, Wally hat Ärger und ich vermute, LeChuck steckt dahinter. Oh. Da gehe ich besser mal nachgucken. Hoffen wir mal, dass wirklich mit Wally nichts passiert ist. Wäre ja schon drastisch, wenn man sich das so überlegen tut. Das wäre ja schon katastrophal. Und ab geht's zurück zu Wally. Hoffentlich ist ihm nichts geschehen. Aha, eine Kiste. Warum ist jetzt auf einmal da eine Kiste? Zurück nach Boutique, der kleinen Stadt auf Scub Island. Mir gefällt die ganze Situation nicht, ehrlich Leute, mir gefällt sie wirklich nicht. Oh verdammt, wo ist er nur hin? Jemand hat hier hastig eine Nachricht hinterlassen. Hier steht nur LeChuck. Oh nein. LeChuck hat den Kartenzeichner gekidnappt. Armer Kerl, Hoppla, er hat ja auch meine Karte. Verdammt, das ging dick in die Hose. So Leute, die Kiste, wo wir gesehen haben, die werden wir jetzt natürlich ein schnelles Äuglein reinwerfen und dorthin dackeln. Weil dies unser Weg nämlich zu LeChuck ist. Ja, damit haben wir sozusagen Kapitel 2 des Spieles auch beendet. So, und rein mit dir. An den Geisterpiran LeChuck. Zito LeChucks Trauminsel und Ferienlager, okay. Alles klar, dann benutzen wir doch einfach die Kiste und gehen rein. Ich glaube, da drin bewegt sich was. Hey, Rich, ich könnte hier etwas Hilfe gebrauchen. Sieht wie wieder eine Lieferung lebenden Schlangen aus. Hört sich auch so an. Na dann, erstmal rauf auf die Ladefläche. Teil 3, LeChucks Festung. In der schmalen Kiste mit Voodoo-Zutaten, die für die nächsten 5 Tage und Nächte sein Zuhause ist, muss Guybrush Fledermaus, Lungen und Aalblasen essen, um am Leben zu bleiben. Schließlich werden Guybrush und der Rest des schleimigen Inhalts an die Haustür des grausamsten Piraten der Karibik, egal ob lebend oder tot, geliefert, dem Geisterpiran LeChuck. Ah! LeChucks Nachschub an Voodoo-Zutaten!
Also normalerweise stellen wir hier draußen nicht mehr zu. Wollt ihr etwa ein Trinkgeld? Wir dachten mal, falsch gedacht. Die Chuck gibt keine Trinkgelder. Was für ein Geizkragen. Ich hasse Schlangen. Ja, so wie Indiana Jones, um ehrlich zu sein. Gut, dann gucken wir mal, wie wir uns jetzt hier rumschlagen werden. Oh, da komme ich nicht ran. Ich will aber auch zu diesem Durchgang hin. Sonst nirgendwo hin, Guybrush. Okay, was steht da hier? Aha, ich kann nichts Besonderes daran erkennen. Gehen wir mal zum hinteren Tunnel. Aha. Sehr merkwürdige Gegend. Okay, noch merkwürdiger Gegend. Oh, Lukas Arztzeichen. Ja, das ist irgendeine seltsame Statue, das gebe ich recht. So, was geht hier ab? Okay, interessant. Okay, schon wieder eine seltsame Statue. Aha. Muss ich vielleicht irgendwas hier drücken, eventuell? Weiß ich nicht, sieht so alles merkwürdig aus. Okay, ich will jetzt mal hier was drücken. Ah, guck mal. Wow. Unfassbar. Das ist ja echt schrecklich. Drücke hier. Aha. Okay, wo sind wir jetzt hingekommen? Ich vermute mal, dass wir irgendwas finden müssen. Okay, das war verkehrt, glaube ich. Erlaub. Ich hoffe, dass ich irgendwie jetzt hier den Weg finden werde. So, da rein. Okay, das war schon mal komplett falsch. So, wenn wir natürlich die richtige Reihenfolge so finden, denke ich mal. So. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, das hat was mit dem Lied zu tun. Der hat er sich nicht was mal aufgeschrieben? Hat er sich nicht mal was aufgeschrieben? Wo ist das? Wo könnte das sein? Der Armknochen hängt am Kopfknochen. Der Armknochen hängt am Kopfknopf. Dann denke ich mal hier. Der Armknochen hängt am Kopfknochen. Und der Kopfknochen hängt am Brustknochen. Vielleicht hier dann rein? Nein, drücken. Okay, am Brustknochen. Oh, wie war das nochmal? Okay, ich weiß nicht, ob es das Richtige jetzt war. Warte. So, vielleicht müssen wir jetzt hier durch. Weil das kommt mir nicht so bekannt vor. Jetzt bin ich verwirrt. So. Okay, ich denke mal, wir müssen das richtige Ding dann finden. Okay. So, dann heißt es, der Armknochen. Warte, nee, der Kopfknochen hängt am Brustknochen. So, das muss ich jetzt, denke ich mal, finden, oder? So, der Kopf hängt am Brustknochen, so. Nein, das ist auch falsch, alles klar. So, Armknochen, warte, die Armknochen, hier, rein, dann da rein, genau. Das heißt, da bleibt, nee, das ist auch wieder verkehrt, weil wenn ich hier komme, wieder raus, alles klar. Das war komplett verkehrt, gut. Ich denke mal, da müssen wir so durchgehen, alles klar, so. So, der Armknochen hängt am Kopfknochen. Dann muss es das sein. So, drücke. Okay. So, dann gehen wir mal hier drüber durch. Okay. Jetzt bin ich sehr verwirrt. So, jetzt der Arm. Ach, was sag ich? Drücke natürlich. Das war auch verkehrt. Das ist echt ein merkwürdiges Ding. Aber irgendwie muss ich das doch finden. Wo könnte das im Inventar sein? Wo könnte der Zettel sein? So, Vorsicht vor dem Papagei. Nee, das ist er auch nicht. So, Probeausweis, weißes, berühmte Untergänge, Ansprüche bekannter Piraten, das Voodoo-Kochbuch, nein.
Wo muss ich das haben? Doch, Guybrush Threepwood. Okay, verhaftet wegen zahlreicher Vergehen. Ja, 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 bla bla. Behauptet nach, reingelegt und bla bla bla. So, wo ist das, was ich aufgeschrieben habe? So, Manila Farmer, Mr. Guybrush Threepwood, öffnet das mal. Warte, da habe ich das schon geöffnet eigentlich. Der ist leer. So, dann öffnen wir den. Der ist auch leer. Aber irgendwo muss doch mein Zettel sein. Wo habe ich das jetzt? Ja, okay, das will ich jetzt echt nicht wissen, was das angeht. Aber wie war das doch mal? Brust. Warte, der Armknochen hängt am Kopfknochen, wenn ich nämlich stehe. Der Armknochen hängt am Knochen. Dann hier vielleicht? Warte. Oder das hier eventuell? Nein, das war schon komplett. Ich muss so durch die Türen gehen. Das ist Fakt. So, jetzt. Ich glaube, das war das erste. Genau, so. Armknochen, so. So. Dann glaube ich. So rum. Dach. Nein, das ist auch nicht. Das hier. Nein, das war auch verkehrt, verdammt. Das ist echt nicht einfach, das Rätsel. So. So, so, dadurch. Ich hoffe, dass es das Richtige ist. Nein, das war verkehrt. Das war wirklich verkehrt. So, benutze der Drücker natürlich. Ich frage mich, wenn ich. Früher war das ja so, wenn ich D gedrückt habe. Ach, das funktioniert auch noch so. Alles klar. Das heißt, ich muss nicht immer das tun. So, der Armknochen hängt am Brustknochen. Das sind die Hände. Nee, an Kopfknochen. Warte, nein, dann das hier. Genau, da rein. Hä? Was soll das dann? Jetzt bin ich verwirrt. Was geht jetzt ab? Dann hier. Willst du mich jetzt echt verscheißern? Dann geh mal hier rein. Der will mich gerade komplett vergackern, Leute. Warum geht er da rein und nicht auf der anderen Seite? Normalerweise ist er doch auch an der anderen Seite. So, vielleicht dann da rein. Nee, das ist auch verkehrt. Wo geht's da entlang? Okay, das ist auch wieder was ganz anderes. So. Och Gott, das macht mich ja echt langsam wahnsinnig. Das habe ich doch voll. Das ist hier echt bekloppt. Ich gehe jetzt an jedem rein und trotzdem bringt es nichts. So. So, und jetzt der Kopf hängt an dem Brustknochen. Warum funktioniert das nicht? Ich weiß nicht, ob es von oben oder von unten ist. Das ist mein Problem. Weil das sind ja eigentlich keine Armknochen. Aha. Dann hier rein. Nein, das war auch verkehrt. So, dann hier. Okay. Okay, das ist auch merkwürdig. So, dann vielleicht das. Das gibt's doch nicht. Ah, das ist ja so ein dummes Rätsel. So. Das hier. Der Armknochen hängt. Der Kopfknochen hängt auf die Brust. So. Dann eventuell wieder das. Eventuell. Nein, auch nicht. Dann war es die mittlere. Verdammt. So, das ist auf jeden Fall schon mal richtig. Genau. So, das ist schon mal nicht richtig. Das ist schon zweimal nicht richtig. Weil der Kopf hängt nämlich am Brustknochen, wenn ich mich nicht komplett irre. Genau das hier. Das darf doch echt nicht wahr sein. Das macht mich gerade wahnsinnig. Der Kopf hängt am Brustknochen.
Das doch, darf doch echt nicht sein. So, der Armknochen hängt blau. So. Vielleicht das hier dann? Aha. So. So, dann glaube ich... Na, ey. Oh, Jesus Maria, das macht mich echt gerade wahnsinnig. So, okay, so. Muss man jetzt das mit... So, ich glaube, das war's hier. Nein, auch nicht. Wow, das Rätsel ist ja echt... Es ist nicht so einfach, das ist das Problem. So, jetzt hier. So. Jetzt will ich mal verschiedene Dinger mir suchen. So, ich will irgendwas haben, wo anders da der Kopf ist. Brustknochen ist schon klar. Das könnte auch der sein, aber ich bin mir nicht sicher. War mir klar. Das ist echt eine Katastrophe. Das ist echt eine Katastrophe gerade hier. So, das ist hier das Richtige. Das ist klar. So, und das Problem ist jetzt, wie finde ich mir das andere? So. Das kann es auch nicht sein. Ach doch, das war das Richtige. Das war das Richtige, okay. So. Der. Nein! Okay, alles klar. Okay, wir haben schon mal die ersten zwei. Das ist wichtig. So, das ist das erste. Der Kopf muss jetzt unten sein. Genau, dann hier rein. Genau, so. Dann müssen wir hier hin. Nein. Wir müssen, also zwei haben wir schon mal. Das ist wichtig, Leute. So, den haben wir. Das ist der erste. So. Okay, ist das schon der zweite? Ja, das ist auch der zweite. Das ist der zweite. Vielleicht ist das sogar der dritte. Yes, das ist sogar der dritte. Und der vierte ist der. Komm, lass es der sein. Nein! Okay, wir haben's. Das war schon mal gut. Wir haben drei Stück hintereinander richtig gehabt. So, der erste, alles klar. So, guck mal, das ist der zweite. So, der dritte ist der. Nein. Verdammt, ich muss mir die scheiß Dinger merken. Das ist schlimm. Ich kann mir die gerade irgendwie nicht merken. So, der erste, der zweite. So, der dritte. So, und jetzt der vierte. Nein? Da war es doch nicht. Okay, alles klar. Hüfte muss oben sein. Alles klar, und kein Kopf. So, der erste. Der zweite. Der dritte. So, und der vierte. Yes! Da ist es, Leute. Wir haben's. So, das ist eine riesige Tür und natürlich versuchen wir diese Tür auch zu öffnen. Das geht natürlich nicht, das ist halt schade. Wirklich. So, und was geschieht jetzt? Wir brauchen eine gottverdammte große Schlüssel, glaube ich, dafür. Irgendwie brauchen wir wirklich einen gottverdammte großen Schlüssel dafür. Aber wie werden wir diesen Schlüssel finden? So, okay, versuchen wir nochmal. So, ich habe jetzt es geschafft zu diesem gottverdammten Ding. Okay, wir kriegen das jetzt auf einmal hin. Das ist schon mal gut. So, ich gehe... Das geht natürlich nicht. So, wie können wir es? Schauen wir uns, das ist eine riesige Tür. Ja, aber dafür fehlt uns natürlich ein gottverdammter Schlüssel, dass wir den öffnen können. Benutze den kleinen Schlüssel da. Das ist klar, dass der auch nicht ist. Benutze die Gruftschlüssel auch da. Das wird auch nicht so funktionieren. Benutze den hier,
Das wird schon mal zweimal nicht funktionieren. Benutze das hier. Das wird auch nicht funktionieren. Und wenn man diese Voodoo-Tüte mal öffnet, glaube ich, da sind ein paar Streichhölzer drin. Okay. Etwas auf dem Liebesbumbe geschrieben ist. Und das war's natürlich. So, das heißt, ich muss irgendwie jetzt noch einen Schlüssel finden. Das ist das Problem. So. Okay, wir kommen jetzt jedes Mal dahin. Das gefällt mir irgendwie auf eine Art und Weise nicht. Tatsächlich, wir kommen jedes Mal dahin. So, wie komme ich jetzt? Hey, okay, jetzt bin ich jetzt sehr verwirrt. Wenn ich jetzt hier raus hingehe. Okay, und wenn ich jetzt da hingehe. Warte, ich habe eine andere Idee. Da muss doch irgendwo Keller stehen. So, ich kann nicht besonders viel erkennen. Okay, was steht hier? Warum? Irgendwo muss es doch zu einem Keller oder sowas gehen langsam. Das kann ja nicht sein. Aha! Das sieht doch schon mal interessanter aus. Das stimmt. So, öffnen wir mal die Tür. Die geht nicht zu. So, schau mal. Es ist Wally! Wally? Mr. Brush? Sie sind es. Ja, alles klar bei dir? Es war schrecklich. Sie haben mich aus meinem Büro entführt. Haben mich in einem Kartoffelsack hierher gebracht. Mich gefoltert und gefragt. Dann haben sie... Was? Dann haben sie mir mein Monokel zwischendurch auch weggenommen. Aha. Die Karte, Wally. Was ist mit der Karte, Wally? Oh, LeChuck hat sie, aber das ist nicht schlimm. Nicht schlimm? Ja, ich habe sie auswendig gelernt. Die Insel ist Dinky Island, nicht weit weg von hier. Wenn sie mich hier rausholen, klauen wir uns ein Boot und gehen dorthin. Okay, ich muss noch was gestehen mit deinem Monokel. Tread hat es geklaut. Ich wusste es. Er war immer schon neidisch auf meinen intellektuellen Look. Okay, bleib hinten. Ich breche die Tür auf. Wie sind Sie völlig blöde? Wo holen Sie den Schlüssel? Er hat ihn wahrscheinlich in seinem Büro. Könntest du bitte mit diesem Schaukel aufhören? Mir wäre da schon kurz übel. Entschuldige. Ich hole dann mal diesen Schlüssel. Okidoki. Ja, ich hoffe, dass ich den Schlüssel auch finden werde. So, da ist eine Tür, aber ich komme nicht zu der Tür. Das ist das Problem, vermute ich mal. Ich hoffe mal, dass ich jetzt zu diesem Ding komme. So, schauen wir die Tür auf und öffnen sie. Aha. Was geschieht hier? Okay, nimm Voodoo-Schlüssel zum Gefängnis. Nein! Nein! Guybrush Threepwood! Endlich habe ich dich gefangen. Ich habe alle Inseln abgesucht. Bin über jedes Meer gefahren. Und jetzt bist du mein. Was sagst du dazu? Spuck nicht andauernd in mein Gesicht. Largo! Ja, Sir LeChuck? Sir? Nimm Guybrush mit in die Folterkammer und bereite die Maschine vor. Jawohl, Sir! Nein. Arrgh. Du hast jetzt einen Haufen Ärger, Guybrush Threepwood. Jetzt, wo ich dich habe, zahlst du für das, was du mir angetan hast. Was ist ein wenig Malzbier schon unter Freunden? Ruhe! Es gibt nur eine Sache, die schlimmer ist. Als von den Toten aufgeweckt zu werden und in eine verwesende Körper zu verschlüpfen. Weißt du, was das ist? Das ist das, was dir gleich zuschauen wird. Können wir nicht nochmal drüber reden, bitte? Siehst du die Kerze? Das Seil durchbrennt. Fällt der Beutel auf den Blasebalg. Wenn dieser gedrückt wird, schließt er eine kleine Bleikugel, die an der Pfanne abprallt. Dann
gegen den Schild hinter mir prallt und von dem Schild hinten abprallt, bis sie dem grünen Ballon erreicht. Wenn dieser Platz, senkt sich dieser Hebel, der die Sperre am Rad dort festhält. Somit landest du in der Säuregrube. Also all diese Auffang nur wegen mir? Weißt du, was das dann passiert? Nun. Ich nehme mir deine Knochen, die immer noch leben und schmelzen, und baue einen Stuhl daraus. Ich nenne ihn meinen Schreistuhl. Jeden Morgen werde ich darin sitzen, um deinen Schreien zu hören. Noch Fragen? Wo ist das Benzin für die Kettensäge? Auf dem Mars. Schon mal eine Pflegespülung für den Bart probiert? Nein. Dann würde ich sagen, bette ich hier mit dem Part und wir sehen uns morgen wieder bei Monkey Island 2, LeChuck's Revenge. Eine Gefangenschaft ist nicht das Schlimmste. Aber lasst ein Abo da, weil mit dir natürlich den Kanal unterstützt und einen Daumen nach oben wäre wunderbar. Euer gut gelaunter Moderator Davy sagt Tschüssi. Kowski.